Moin Moin Freunde, herzlich willkommen im Let's Play Part 2. Ich habe für euch einiges vorbereitet, es ist einiges passiert, also seid gespannt. So, im Anfang des Videos, was ihr auf jeden Fall schon alle gesehen habt, sind wir Level 38 geworden. Wir haben einige Metins gehauen, wir haben einige billige Sachen gekauft, Kupferhalsketten für 11 KK. Ja, wir haben gezeigt, was wir vom letzten Part verkauft haben und da ist einiges bei rumgekommen. Wie ihr sehen könnt, seht ihr jetzt das anhand meiner Young-Anzeige, die ich hier mal einblende. Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, wir haben auf jeden Fall im ersten Part knapp 100 KK zusammenbekommen. Das ist natürlich für den Anfang schon echt gutes Geld gewesen und das haben wir natürlich auch gemacht, wie zum Beispiel jetzt diese relativ günstigen Kupferhalsketten, die wir gekauft haben, und das fand ich eigentlich schon echt gut, weil es waren 15 Kacke, die auf jeden Fall schon mal Plus gemacht haben. Nun ja, und anfangs habe ich auf jeden Fall erstmal Ausschau nach Büchern gehalten und BDVs, weil das ist, fand ich, oder finde ich, eigentlich die beste Methode, wo man anfangs mit Geld machen kann. Genau das gleiche wie Konterbücher, andere FBs, Seelensteine, Steine, Up-Items, das sind halt so für den Anfang eigentlich so die besten Sachen wirklich, die man kaufen kann. Aber sowas wie Kupferhalsketten, Silberhalsketten, Holzschuhe, goldverzierte Schuhe, Verwandlungskugeln, Tränke, sowas wie Flieder, Glockenblumen. Das sind halt wirklich einige Dinge davon, womit man sehr gut Geld machen kann. Und ich würde auf jeden Fall allen von euch das empfehlen, sowas aufzukaufen, weil es ist einfach so mit einer der besten Methoden anfangs relativ schnell Geld zu machen. Also greift schnell zu, sichert euch eure Verwandlungskugeln, Kappa. Hier zeige ich gerade nochmal meinen Shop. Aber zum Shop möchte ich noch dazu sagen, ich zeige nur noch Sachen, die ich gekauft habe, nochmal. Und meistens Ende des Parts zeige ich dann nochmal den kompletten Shop, also die Preise, dass ihr Bescheid wisst. Ich werde nicht in jedem Shop nochmal alle Preise zeigen. Also da müsst ihr, wenn ihr die Preise wissen wollt, entweder in den alten Parts gucken oder halt, ja, müsst ihr halt warten bis zum Ende des Videos, falls es noch da ist. Und da ich jetzt ein wenig Abwechslung brauchte und ich wusste, was ich farmen sollte, habe ich mich dazu entschieden, ein paar Vollmondschwerter zu farmen. Wie ihr sehen könnt, war das auch eigentlich echt erfolgreich. Und ich habe für so einen Farm erst 5 Kaka verdankt und die ging auch relativ gut weg. Und in einer Situation habe ich sogar einen Hornbogen und einen Formes gedroppt. Also sowas hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Und zum Hornbogen sage ich auf jeden Fall, diese werde ich auf jeden Fall immer haben, wenn ich diese droppen sollte, weil ich benötige die nicht, die sind nicht so viel wert, und wenn die plus 9 gehen sollten, kann ich sie halt für 15, 20 Kaka verkaufen. Und ja, ich habe auf jeden Fall einige gedroppt, ihr werdet die auf jeden Fall noch im Video sehen. Zur Dauer, wie lange ich gefarmt habe, kann ich euch gerne auch noch was sagen. Es war keine Stunde. Letzte Zeit habe ich dann 5 VMS oder 6 Stück gedroppt, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es waren 5. Und diese habe ich dann, wie gesagt, für 5 Kaka verkauft, von den Hornbögen, die ich nebenbei noch gedroppt habe. Habe ich nach und nach dann auf den Schmied gezogen, beziehungsweise auf den Waffenschmied. Und hier haben wir mittlerweile Level 41 erreicht, also es geht auf jeden Fall voran. Und dann habe ich noch ein paar Clips eingeblendet, wie ich Ork 10 und sowas droppe, weil das droppt man halt auch ziemlich gut nebenbei. Und wie versprochen habe ich euch ja gesagt, dass ich so gut wie alles einblenden werde, was ich halt mache und was ich droppe. Und sowas wie eine Fluchsammlung, Ortszahn gehört natürlich auch dazu. Ich werde nicht alle einblenden, weil es auf die Dauer unnötige Clips sind. Ihr werdet dann natürlich im Shop sehen, wie viele es geworden sind. Ja, und dann war der Upking mal wieder unterwegs und hat ein paar Hornbögen gepimpt. Sagt man das heutzutage überhaupt noch, gepimpt? Naja, ist ja auch Schnurz, Piep, egal. So, der erste Hornbogen ist plus 7 kaputt, geht der zweite auf plus 7? Jawohl, geht er. Und auf plus 8? Fragezeichen? Natürlich nicht, warum frage ich eigentlich? Also manchmal ist das Nachkommentieren echt cringe. Ich glaube, ich lasse das auf diese Art und Weise, sonst denken die Leute noch verkehrt von mir. Ja, wir haben hier eine silberne Kunigsbeute für 10 KK gekauft, Stück Edelstein 27 Stück für 9 KK und Ork-Zähne relativ günstig, Ebis plus 9, 70 KK, also ist schon ziemlich, ziemlich lucky. Und hier seht ihr nochmal den Vergleich zwischen Ebis plus 9 und Holzohrringe plus 6. Und ich muss schon sagen, hätte ich nicht gedacht, dass die Holzohrringe plus 6 fast 15 AW mehr geben als Ebis plus 9. Natürlich, der Vorteil bei den Ebis ist es die TP, aber wenn ihr Damage machen wollt, bleibt beim Ninja definitiv bei Holzohrringen. Die pushen euch vom Damage mehr. Damage her noch viel, viel mehr. Also, wie gesagt, bleibt bei Holzohrringen, auch wenn ihr TP dann mehr kriegt. Hier haben wir wieder ein paar günstige Kupferhalsketten plus 7. Da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Wir haben zwar erst eine oder zwei verkauft. Ich weiß gerade nicht, wie viele ich vorhin hatte noch. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein paar mehr. Und kurz darauf habe ich mich dazu entschieden, meine Rüstung zu uppen, was leider ziemlich hart in die Hose ging. Deshalb musste ich mir eine neue Rüstung kaufen. Ich habe mir einen scharlachroten Panzer gekauft. Anzug. Scharlachroten Anzug gekauft mit 3 Bonis. Der war für 4 KK, glaube ich, vom Markt. Da habe ich dann erstmal 5 Bonis eingeführt. Ich habe mir die Segenskugeln von meinem
Lager, einfach so aus meinem Lager genommen. Da hatte ich halt noch welche. Und ich wollte nicht 4 Boni switchen, das lohnt sich einfach nicht. Und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Und ja, es kam leider Gottes nichts rein. Und im Nachhinein habe ich da noch einen Hass plus 3 eingefügt. Dieser hat auch geklappt, also ich war ziemlich glücklich darüber. Und habe ich gerade richtig gehört, du hast den plus 6er Rüstung gekauft. Digga, die muss doch geabt werden. Natürlich haben wir die. Erstmal ein paar Bärengallen kaufen und das Ding erstmal auf plus 7 ziehen. Oh naja, plus 7 ist eigentlich immer so ein leichter Fall. Außer natürlich bei mir. Bei mir steckt das natürlich immer fail. Haben wir sie direkt wieder auf plus 6 gezogen mit den schönen B-Segis aus der Truhe und haben uns entschieden, nochmal ein paar Bärengallen zu kaufen. Ich meine, wir haben ja noch die Segis. Und beim zweiten Anlauf, da hat es dann geklappt und ja. Ihr kennt mich ja nicht, ich bin ja nicht Simply, wenn ich nicht noch weiter haben würde. Also habe ich dann mir noch den Schmuckgegenstand gekauft und habe das Ding dann nochmal auf plus 8 getried. Das hat leider Gottes, oder hat es nicht, nein, es hat nicht geklappt, schade. Und ich habe das Gefühl, die Community wird mich haten, weil ich einfach viel zu früh wieder was gespoilert habe. Naja, passiert, sorry dafür. Naja, back to the topic. Wir haben hier auf jeden Fall Kristallorien noch auf plus 4 gezogen mit den Segis, weil, wie gesagt, wir haben halt Decks drin in den Ohrringen. Ein bisschen Verteidigung kann uns auch nicht schaden. Wenn wir Level 46 sind, werden wir die anziehen, weil haben wir halt ein bisschen mehr Decks, mehr Verteidigung und das macht halt beim Ninja, wie gesagt, deutlich was aus. So, und hier sehen wir mal eine Farmmethode von mir, die ich sehr, sehr gerne nachgehe. Und zwar hinten bei den Fröschen, bei den Baumfroschanführern jetzt aber. Dort kann man nämlich Helme droppen, Froschschenkel, Froschzungen. Und diese Helme haben halt auch Bonis. Und ja, hebt die mal auf, guckt nach, wenn die Wind, Feuer oder halt Blitz haben, sind die ordentlich was wert. Oder Furchtmassen könnt ihr auch mitnehmen, die gehen auch für 400-500k weg, wenn ihr Geduld habt. Und ja, Froschschenkel so oder so teuer, Froschzungen auch. Aber wie gesagt, macht das gerne nebenbei. Es ist eine gute Methode. Und ja. Ja, und schon sind wir bei meiner absoluten Hassfarm-Methode, nämlich Splitterfarm. Ich frage mich echt, wie Leute dieses Durchhaltevermögen haben, täglich mit 5 5 verkackten Chars diese scheiß Splitterfarm. Also Leute, echt Respekt an euch, dass ihr dieses Durchhaltevermögen habt. Ich hätte da gar keine Lust drauf und ich bin froh, wenn ich das mit einem Charakter am Tag überhaupt mache. Und yay, wir haben wieder einen Hornbogen. Er ist plus 3, er ist plus nicht plus 4. Oh mein Gott. Ich bin so lachhaft. Ja, neues Schild, neues Glück, Rundi plus 6 gegen Schlachtschild plus 6 tauschen. Haben wir ein bisschen mehr Def, neuen Helm, eine Stahlkapuze plus 6, auch für 800k, ziemlich günstig. Das Schlachtschild plus 6 haben wir dann mal wieder verwertet, im Sinne von wieder geschrottet, Kappa. Und geil, Simply ist auch Müllaufheber, jawohl. Und ja, nachdem ich so viel Müll gefunden habe, bin ich dann im SD gegangen und habe mich mal eben kurzfristig auf Level 44 gezogen. Irgendwann kommt der Level Up. Jetzt gleich noch 3, 2, 1. Jetzt gibt doch endlich Level Up. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll sonst. Und Mensch, das habe ich diesmal echt lang gestreckt. Sorry, Leute. Und jetzt verdammt geht doch Level Up und jetzt endlich, Gott sei Dank. Und ich sollte mit diesen cringing Aktivitäten echt mal aufhören. Das ist ja schon echt abartig. Naja, noch ein Level Up. Hängen wir auch nochmal dran. Diesen strecken wir auch so gut es geht. Ich meine, das Geld kommt ja nicht von alleine. Ne, wisst ihr ja. Und denkt dran, Leute, nehmt das hier nicht auf die Goldwaage. Zeigt ein wenig Humor und habt euren Spaß an den Videos. Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe. Und da bin ich schon Level 45. Mann, das ging fix, Leute. Und ja, dann haben wir ein Buch gelesen. Handbuch Fettezähmen hat leider fehlgeschlagen. Da hinten lag ein Buch der XP-Verwandlung einfach am Boden. Habe ich erstmal aufgehoben. Und wir hatten noch unsere Cores. Die haben wir geöffnet, die 4 Stück, die restlichen des Tages. Und dann sind wir auch direkt zum Biologen gegangen, weil ich will dort auch die Quest fertig machen. Die Verteidigung, die Bewegungsspeed, die Angriffsspeed, die nehme ich alles mit. Das wird zwar alles dauern, aber ja, man muss es ja trotzdem machen. Ja, schnappt den König, nicht mein Fall, das sage ich euch jetzt schon mal. Ich hasse dieses Event. Ich ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich mitspiele, sage ich mal. Und ich habe halt voll reingeschissen. Ja, 5 Bronzen, ne? Einfach nur Young überall rausbekriegt. Und zum Abschluss, wie versprochen, seht ihr meinen Shop. Alle Preise seht ihr drin. Ihr könnt, wie gesagt, die Preise anpassen. Es liegt an euch. Ich wäre auf jeden Fall fröhlich darüber, wenn ihr das tun würdet und nicht darunter geht. Das wäre nicht schön. Und Freunde, ich danke euch, dass ihr dabei seid. Ich danke für das heftige Feedback im ersten Part. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich hoffe, ich kann euch weiterhin unterhalten mit so welchen Videos. Ich denke, es wird auch irgendwann mal Giveaways geben. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Haut da rein, Freunde.
Sind ja alles gut bei dir, sowas von. Mir geht's prima.